André Franell ist der Eigentümer der Wohnung in der Lausitzer Straße 8, wo er eine fünfköpfige Familie zwangsräumen lassen will. Das wurde schon einmal durch eine Blockade verhindert. Ein zweites Mal wurde der Räumungstermin zurückgenommen, weil die Unterstützung in der Nachbarschaft und in ganz Berlin so groß war. Jetzt soll am 14.02. der dritte Versuch sein. Auch diesen dritten Versuch werden wir blockieren, mit euch zusammen. Und heute sind wir mal in Zehlendorf, um mal zu schauen, wie der Herr Franell wohnt, in seiner Villa. Und mal zu gucken, ob da vielleicht noch Platz ist, wenn er Leute in Kreuzberg zwangsräumt, dass sie dann hierher kommen können. Der Zwangsräumung am 14.02. wird wohl nichts werden. Die werden wir durch Massenblockaden verhindern. Okay, wir sehen uns am 14.02. Bis dann.